Ich habe heute für euch wieder eine Studie, wo es um den Farbpolymorphismus bei Schlangen bzw. bei der Aspisviper und bei der Kreuzotter geht. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, bei der Kreuzotter ist es durchaus bekannt, da gibt es ja schwarze Exemplare. Die schwarze Kreuzotter oder die Höllenotter oder die Schwarzotter, wie man sie selten auch nennt. Solche Schwärzlinge gibt es nicht nur bei der Kreuzotter, sondern eben auch bei der Aspisviper. Und jetzt sind die Leute hierher gegangen, das ist eine relativ neue Studie, die wurde 2014 veröffentlicht und die haben das mal sich so ein bisschen genauer angeschaut und eben diese Populationen analysiert und geschaut, welche ökologischen Nischen besiedeln die, und da haben sie dann ihre Rückschlüsse daraus gezogen. Also zunächst mal, warum gibt es überhaupt Schwärzlinge in diesen Schlangenpopulationen? Der Grund dafür ist die Kälte. Ja? Also da gibt es eben diese Thermalmelanismus-Hypothese. Ich habe das jetzt hier aus dem Englischen einfach mal so übersetzt. Und diese Hypothese besagt, dass bei wechselwarmen Tieren, wie eben zum Beispiel Schlangen, es ein Vorteil sein kann, wenn diese Schlange schwarz gefärbt ist. Zumindest eben in einer kalten Region. Warum? Weil sich die Tiere eben in der Sonne schneller aufwärmen. Und das verleiht ihnen natürlich gewisse Vorteile. Sie können für eine längere Zeit über den Tag verteilt aktiv bleiben. Sie können mehr fressen, weil sie besser verdauen können. Deswegen wachsen sie schneller. Sie können sich häufiger fortpflanzen und so weiter. Also alles in allem durchaus etwas Sinnvolles. Aber es hat eben auch eine negative Seite, und zwar verliert man durch die schwarze Färbung auch seine Tarnfarbe. Jetzt ist die Schlange, die zwar diese ganzen thermischen Vorteile hat, die ist jetzt natürlich auch leichter sichtbar. Dadurch wird sie von Räubern leichter gesehen und dementsprechend steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Schlange auch erbeutet wird. Und zweitens ist dieses Zickzackband der Kreuzotter offensichtlich auch eine aposematische Färbung. Das bedeutet, dass es eine Warnfunktion einnimmt. Und die geht natürlich auch verloren, wenn die Schlange schwarz gefärbt ist. Da gibt es sogar Studien, wo man geschaut hat, ob das stimmt, und tatsächlich werden schwarze Schlangenattrappen häufiger von Raubtieren angegriffen als normal gefärbte Attrappen. Da gibt es eben jetzt monomorphe Populationen und polymorphe Populationen. Eine monomorphe Population der Kreuzotter besteht einzig und allein aus Individuen, die eben dieses Zickzackband ausgeprägt haben. Eine polymorphe Population von Kreuzottern beinhaltet auch schwarz gefärbte Exemplare neben den ganz normal gefärbten Exemplaren. Und jetzt sagt man halt, der Grund für diesen Polymorphismus ist, dass die Schlangen eben ein breiteres Spektrum an ökologischen Nischen besiedeln können. Klingt logisch. Jetzt haben die aber herausgefunden, dass diese Breite der ökologischen Nische offensichtlich bei polymorphen Populationen geringer ist als bei monomorphen Populationen. Und das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Ja, sie schreiben da zwar, also sie können jetzt nicht ausschließen, dass sie vielleicht irgendwelche Dinge übersehen haben, also das muss man jetzt auch sagen, aber generell ist diese Beobachtung schon ein bisschen seltsam. Und das veranschaulicht natürlich, dass Populationsökologie oftmals ein kleines bisschen komplizierter ist, als wir glauben. Jetzt ist man halt hergegangen und hat gesagt, okay, da muss es wohl offensichtlich doch einen ziemlich starken Prädationsdruck geben bei den schwarz gefärbten Schlangen. Prädation, also Prädationsdruck, das bedeutet der Druck, der von Prädatoren ausgeübt wird, sprich der Druck, der von Raubtieren ausgeübt wird. Ja? Und dieser enorme Prädationsdruck, der hier ausgeübt wird,
kann auch verhindern, dass sich hier zum Beispiel monomorphe schwarze Populationen offensichtlich ausbreiten können. Aber alles in allem ist es eben so, dass man die tatsächliche Ursache für diese Beobachtung jetzt nicht wirklich identifizieren konnte. Also da gibt es noch was zu entdecken, liebe zukünftige Wissenschaftler. Wenn euch dieses Video interessiert hat, lasst einen Daumen nach oben da, teilt es in euren sozialen Netzwerken. Vielleicht habt ihr ja Freunde, die sich auch so spezifisch für dieses Thema interessieren. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert jetzt und aktiviert gleichzeitig hier rechts unten dieses Glockensymbol. Dann werdet ihr zukünftig immer eine Benachrichtigung erhalten, wann immer ich ein neues Video hochlade. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.